Hallihallo, ihr hübschen Menschen. Willkommen zurück zu einer neuen Folge Starbound mit Zombay und Maudado. Wir wünschen euch viel Spaß mit der Folge. Jetzt scheint der Outpost. Hier, willst du die Kiste looten? Was ist denn da drin? Oh, die Waffe würde ich du nehmen. Ja, nimm doch einfach die Waffe. Ja. Was ist das? Dann nehme ich das komische Buch einfach. Ja, ja, die Materialien sind ja egal. Ja, die brauchen wir eh. Ist auch egal. Ja. Dann gönn dir die Pixel. Dann habe ich eine neue Waffe. Ja gut, die ist schon kacke. Aber ist wie es ist. Nee, die ist gut, die ist Stufe 3. Ja, aber die ist besser als jede Waffe von mir. Ja, das stimmt schon. Also der Damage ist mega nice, aber der hat halt so eine lange Aufladanimation. Magst du es nicht? Willst du lieber ein Stufe 2 Schwert? Nee, ich bin zufrieden. Okay. Ich bin zufrieden. Hallo Nuru. Ara. Oh. Wie hieß sie? Man kann shoppen. Wollen wir bei so einem Turnier mitmachen? Warum? Obwohl, lass mal auf Zombie warten. Ah, jetzt kriegst du Angst. Jetzt warum haben wir den schon eingesetzt? Und warum ist es nicht der oberste oder der unterste? Das triggert mich. Hilol-Artefakt. Was waren Hilotis? Anscheinend mit reichlich Wasser. Davon hatten wir erst einen Planeten. Und ich habe null davon. Null. Der Zombie hat sicher Planeten davon. Ja, also, wie gesagt, irgendwo war ich mit Zombie schon mal auf dem Planeten. Aber ich weiß nicht, ob er den gefunden hatte oder ich. Aber ich glaube. Er hatte den gefunden, aber hier in meiner Galaxie. Moin! In meiner Galaxie. Hallo. Wir haben einen Infinity Stone eingesetzt. Siehst du das? Ja, ich sehe ihn. Nice. Wir müssen jetzt die Lottl finden. Jottl habe ich. Ja. Sehr gut. Très bien. Und wir haben hier so eine Pflanzenfrau und die will mit uns Gladiatorenkämpfe machen. Geil. Oh yeah. Hast du Bock auf Gladiatorenkampf, Zombie? Nee. Bist du schon auf dem Wasserplaneten? Guck mal, hier bist du mitgebracht. Oh, nice. Leg die hier rein. Oder willst du die Klaus? Nö, spiel die ruhig, nachdem du die Ninja lootet hast. Ich leg die hier in die Kiste. Nice, Zombie freut sich. Ja. Ja, mehr für meine Kollektion. Nice. Ozean, Ozean. Müssen wir nicht wir finden Ozean. Ozeanplaneten gibt's überall, also ich glaube, da wird's eh kein anderes Volk geben. Ich suche einen Ozeanplaneten. Oh, du hast eine Hundehütte, die man aber nicht anklicken kann. Da schläft das Pad drin. Hätte ich es nicht mit Dirtblöcken eingebaut. Ah, das heißt, das ist standardmäßig. Nice. Maudado embraced. Ja, die kann man bauen, die Hundehütte. Erst auf dem Planeten, Hype. So, unser Rucksack macht ja, dass wir Luft kriegen. Also können wir auch unter Wasser hier chillen. Jo. Ja, irgendwo unter Wasser ist hier ein Dorf. Oh. Okay. Einfach finden. Einmal finden. Einer links, einer rechts, einer nutzlos. Ich bin Nutzlose. Geht jemand mit nach links oder nicht? Also ich gehe nach rechts. Oh, da komme ich mit nach links. Sind da coole Sachen drin, so Kisten? Also Maudado kann ja bitte Ahnung. Einfach nach unten. Die wird nicht angehalten. Oh mein Gott, ist das nervig, sich hier vorzubewegen. Oh, eine Affenbase. Wir haben es gefunden. Ja? Ja. Dann porte ich mich zu euch. Guck mal, was ich für Klaus gesammelt. Kann ich es aufstellen? Ich kann es nicht aufstellen. Aber siehst du es? Ich sehe es. Oh, ich sehe es auch. Ja, guck mal, wir haben ein Wohnmobil für dich gesammelt. Aber nice, sehr cool. Ich habe mittlerweile Platz im Inventar. Wir haben gerade kurz ein bisschen aufgeräumt. Guck mal, es funktioniert so automatisch. Es saugt jetzt das Wasser ab und dann geht die Tür hier auf. Lol, nice. Das will ich alles abbauen. So, jetzt können wir hier scannen. Planet, ja, Oma redet mit mir. Let's go. Ich dachte, die Hilotl, die leben wenigstens richtig unter Wasser. Tun sie doch. Ja, aber das ist ja voll feige hier so mit sicher und so. Es gibt hier in dieser Stadt immer ein Gebäude, das kann man, da kann man so einen Schalter umlegen und dann kann man alles abbauen hier drin, vorher nicht. Okay. Aber dann kann man eine Wand einreißen und dann wird einfach die ganze Stadt geflutet. Geil. Weil die stört es halt nicht. Deswegen ist es doch nicht so geil, weil es einfach nur nervig für uns ist. Kann man hier keine Blöcke Bibliothek setzen? Nö. Okay. Ist geschützt. Okay. Bis man diesen Generator halt macht. Genau. Aktiviere den Generator. Ich weiß nicht, wo der ist. Ja, die haben coole Sachen zum Möbel und sowas. Also hier klaue ich gerne Zeug. Die sind halt so voll so Japan. Antik irgendwie, gleichzeitig aber voll technologisch fortgeschritten. Japan. Ja, hier drüben ist zum Beispiel eine Spilo. Ja. Japan. Ist ja eigentlich lacht. Ganz cool, also nicht wie Deutschland. Mit der auf dem Poster habe ich mal geschrieben. Achso, da rechts. Wer ist das denn? Ja, das war die Community Managerin. Ich wollte Spiel haben, damals zu Release halt. Nice. Und hast du es bekommen? Ja, klar. Nice. Alles scannen, jedes einzelne Ding, was blau ist. Also, die Arcade-Dinger sehen richtig geil aus. Ja, dass auch alle einzeln eigene sind und so.
Ja. Das muss ich gar nicht so wiederholen. Sehr, sehr cool. Aber noch geiler wäre es, wenn man die auch noch spielen könnte, so wie in Stardew Valley oder so. Achso, ja. In der Kneipe. Ah, ich brauche aber noch ein bisschen. Ungefähr ein Viertel. Okay, bei mir ist voll. Dann renne ich gleich mal ohne Knack. Achso, du hast davor schon ein bisschen? So einen ganz kleinen Strich, ja. Was habe ich denn verpasst? Ach, vielleicht die Kunstwerke da oben. Was habe ich denn verpasst? Also mir fehlt noch... weiter nach links hier. Hier links ist doch noch ein ganzes Gebiet. Samurai-Statuen und Schwertern. Und einem sehr wütenden Boxsack. Oh, das ist cool. Den würde ich mitnehmen. Kannst nichts abbauen. Ich suche den Generator, wenn ihr da kurz wartet. Der müsste noch irgendwie ein bisschen weiter links sein oder so. Ja. Irgendwo am Rand der Stadt eigentlich immer. Ja, jetzt fehlt mir noch ungefähr einen 5. Hier unten ist noch ein riesiger Globus. Warte, hier ist die Stadt vorbei. Okay, wir haben den verpasst. Auf der Scheißgenerator. Nein! Hier drin vielleicht? Hallo? Macht es überhaupt Sinn, die Quest anzunehmen, wenn man nie wieder zu dem Planeten findet? Nee. Okay. Du nimmst die an, wenn du die machen willst. Ich bin fertig anscheinend. Ich hab durch ein Fenster ultra viel bekommen. Von mir aus können wir wieder zur alten Dame. Zur Esther. Nee. Oder suchen wir den Generator jetzt? Such den Generator. Das würde ich jetzt mittendrin aufhören. Dann suche ich auch den Generator. Vielleicht hier doch noch links noch ein Gebäude oder so. Aber ich habe noch nie gesehen, dass die Stadt nicht miteinander verbunden ist. Ich auch nicht. Echt? Ich schwimme jetzt außen um die Stadt rum. Okay. In der Hoffnung, was zu finden. Also irgendwo, es muss ja einen geben, sonst wären die Blöcke nicht immun. Oder die sind halt einfach schon. Oder es gibt einfach eine zweite Stadt auf der... Aber nee. Ach, seid ihr beide nach links unterwegs? Jo. Okay. Rum. Wollen wir es direkt jetzt abgeben gehen? Können wir machen. Okay. Na gut, auf zum Maudado. Auf zu Maudado. Hä? Ich bin doch noch nicht fertig. Was hat die denn... Oh mein Gott. Sag zu jedem Objekt, was du scannst, einen Satz. Ich war am Scannen und dann hieß es, die Quest ist fertig. Und dann habe ich aufgehört. Und jetzt auf zur nächsten Mission. Das ist Artefakt sammeln, Maudado. Let's go. Du musst nochmal den Planeten für mich hosten. Das Schiff von Zombie ist da noch. Mein Schiff steht da noch. Ja, ist ja nicht weggegangen. Okay, tschö. Ach, was gibt die Pflanzenfrau überhaupt für eine Quest? Habe ich gar nicht angenommen. Wie komme ich denn auf dein Schiff? Ich bin auf mein Schiff gekommen. Auf mein Bild und dann zum Schiff. Okay. So, die will irgend so ein Pflanzenturnier. Ja, wir hatten gefragt, willst du einen Gladiator-Kampf und du hast gesagt, nö. Ja. Ah, ich hatte die Quest nicht mehr angenommen bis jetzt. Was? Klaus, warum öffnest du die? Die geht aus dem Mal. Drück nicht. Ach so. Die saugt das Wasser von draußen ab und dann geht die auf die Tür. Das hat so ewig gedauert und dann... Ja, da soll auch kein Wasser reinkommen. Warte, in die Klaus, Shirt. Wie viel fehlt denn dir noch? Ungefähr ein Sechstel, Siebtel. Nee, komm mal mit. Also so ein Zentimeter. Warst du hier rechts schon? Da wo... Ich bin als erstes, glaube ich, von rechts oben gekommen. Und die hier hast du scannt, die drei? Ich schon, ja. Und die unten hier auch? Die Vasen und alles? Ja, ich glaube, ich habe links nicht ganz gemacht, weil ich der Meinung war, dass ich fertig war. Ja, die Bücherei, da waren viele. Hier oben sind noch ein paar gewesen, aber die hast du wahrscheinlich. Hier oben weiß ich tatsächlich nicht, weil... Ich glaube, hier die Kiste oder so. Nee, hier war ich noch nicht. Jetzt bin ich fertig. Kehre zuerst bei der Arsche zurück. Okay. Bei der Arsche? Arsch. Ja, wie ist es, hast du wieder von, wahrscheinlich weil du von irgendeinem Dorfbewohner eine Quest angenommen hast. Ja, bestimmt hat er einfach mittendrin geswappt beim Scannen. Ja, wenn du die Quest annimmst, dann swappt das halt zu der Quest, die du annimmst. Ja, aber ich war noch am Scannen und dann stand da auf einmal was anderes und dann dachte ich, hatte ja noch gerade gesagt, ich brauche noch ein Siebtel und in der Zeit hatte ich hatte die Quest schon, glaube ich, aber ja, egal. Ja, aber swappt den nur, wenn du eine annimmst, also. Ja, keine Ahnung. So, sag, wenn ihr reingeht. Die Bibliothek, ne? Ja. Okay, 3, 2, 1, anwenden. Sommel, wie entballe ich mich? F. Okay. Ich glaube, wir hätten runtergemusst. Konnten wir nicht, oder? Konnten wir einfach. War bei dem nicht ein Keller? Ah, man kann einfach da durch. Ach, sah so versperrt aus. Ins Meer müssen wir? Okay. Ah ja, hier ist wirklich versperrt. Okay. Ja, dann müssen wir bestimmt ins Meer. Bitte rennt mich. Ja. Wir kommen da bestimmt wieder. Oh, ist offen. Oh. Jo, hier unter dem Turm ist echt eine kleine Höhle. Ich bin unter die komplette Insel. Ja, hallo, Maudado. Hallo. Hier ist eine kleine Schatzkammer. Nice. Oh, da gibt's bestimmt wieder Rüstung. Ein Samurai-Helm, ja. Oh, nice. Japan. Komm ich irgendwie zu dir rein, Maudado? Ja. Nö, du musst von oben durch. Sonst geht das, glaube ich, nicht. Einfach porten. Oh, warte. Nee. Hier, wir saugen das Wasser. Kommst du nicht rein? Ich begleite euch hier. Moin. Zombie. Guck mal, hier unten ist die nächste Kiste. Oh ja. Okay, wie komme ich hier runter? Gute Frage. Gute Frage. Mach mal die
Pump an. Zack. Oh, die Pumpenblöcke pumpen, das ist weg. Ah. Oh, Pump online. Don't you know, pump it up. Kommen wir hier nicht runter? Ja, aber da links war irgendwo die Kiste. Aber die war ja draußen. Aber man weiß ja nie, die Wege... Das stimmt. Die Wege des Dungeons sind unergründlich. Was für anzügliche Kunst hier an der Wand. Sekunde kurz. Weil im Prinzip ist es hier links. muss kurz AFK, okay, verstehe ich aus. Kurz was Wissenschaftliches überprüfen. Ja, hier geht's ja noch runter. Ja, vielleicht auch nach dem Dungeon, so als Nö. Oh, da ist noch ein Schalter. Den Schalter habe ich umgelegt, der hat den Weg hier nach unten geöffnet. Ach so. Wussten wir. Wir wollten nur gucken, ob du das auch verrätst. Also damit kommt man auf jeden Fall raus ins Wasser. Jetzt müssen wir da nur noch einmal durch. Aber die Tür geht halt nicht auf. Ja, weil Wasser noch in dem Gang ist, Klaus. Wie oft musst du es noch sehen, dass du es verstehst? Verstehe es immer noch nicht. Ah, rechts. Was? Rechts? Ja, hier links. Wow. Oder da hat mich gebaitet. Was ist da? Auch nichts. Ja, oder die Kiste. Das und? Rüstungsteil. Tapferer Helm, tapferes Bruststück. Ja, passt. Nice. Wie viele Teile vom Set hast du denn? Ja, zwei. Achso, wir müssen jetzt hier weiter runter. Ja. Aber ja, wir nehmen mal den Fahrstuhl nach oben. Aber mal gucken. Was macht und der jetzt? Gegner, die springen nach oben. Was ist passiert? Du bist runtergesprungen. Bei mir, also ich bin einfach runtergefallen. Ja, du bist einfach abgesprungen. Ha. Ja, ich bin gleich wieder, glaube ich, oben in der Insel drin, wenn es so weitergeht. Ja, vielleicht kommst du da... Oh, ne. Ich ziehe mich aber gerade mit dem Greifhaken hoch, weil der Fahrstuhl mich halt fallen lässt. Aber der Tunnel ist einfach ewig lang. Nice. Oh, ich habe die Schuhe. Zombie. Nice. Sehr schön. Sieht aus, als wäre ich wieder ganz am Anfang oben, ja. Seid ihr mit dem Fahrstuhl runtergefahren? Oh. Ja, da wo wir beide hoch sind, sind wir dann runter. Okay, hier ist der Boss. Achtung. Erdgeschoss. Nee. Oder? Hier ist ein Speicherpunkt auf jeden Fall. Ist eine leere Kiste. Ja, da war dann wahrscheinlich das schon eine Kiste gelootet. Da waren die Hosen drin. Die Hosen. Das sieht nach Boss aus. Ja, das ist doch eine Boss-Tür. Oh oh. Genji. Der hat mich. Ich bin. Der hat ein Schild. Oh mei. Es ist Zeit zum Sterben. What the fuck? Vergiss es. Es ist Zeit zu sterben. Soll ich aber perfekt durchgesprungen bin. Ich bin tot. Aua. Los, Mutter, du mach ihn fertig. Boah, jetzt ich brauche hier Hilfe, der bringt mich um. Ah, okay. Ah, guck mal, er ist aus der Puste. Was ist ein Loser? Ah, ach, man muss einfach dodgen, bis er keine Puste mehr hat. Okay, ausweichen. Du musst einfach nur ausweichen, gerade kannst du nicht hin. Ja, dann bin ich ja safe. Boah, war ich gut. Wenn sonst nix ist. Wo ist Klaus? Ich hab meine HP voll heilen lassen. Alter, ich hoffe, dass ich in Terraria nicht das gleiche hier an den Tisch bringe wie hier. Noch einmal. Boah, also in Terraria wirst du halt 18 Mal so viel sterben, mindestens. Also Terraria ist viel schwerer. Terraria sterbst ich selbst 300 Mal pro Sekunde. Okay. Aber Terraria ist halt das geilste Spiel der Welt. Ja. Ich bin halt einfach gerade Bad Terraria. Es ist schon hart, nicht wie Terraria. Ja, schon. Ich will aber nur grundlos flamen. Ah, oh, Mist. Jetzt, Dirty Klaus, deine Chance. Oh, noch eins. Ja. Er hat mich unterschätzt. Ich kann nämlich respawnen und er nicht. Ja, ich hoffe, euch hat der Bossfight Spaß gemacht, Zuschauer. Ja, danke. Vielen lieben Dank fürs Zugucken, liebe Leute. Schaut die Beschreibung rein, da sind auch Maudado und Zombie verlinkt. Und wir sehen uns hoffentlich das nächste Mal wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss.